Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Online-Gottesdienst. Ich grüße alle aus unserer Gemeinde und ich grüße alle Gäste, die sich an den Bildschirmen zugeschaltet haben. Schön, dass Sie und dass ihr mit dabei seid und wir jetzt zusammen Gottesdienst feiern. Wir tun das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das ist das Wort für den heutigen Sonntag. Passt dieses Wort in unsere Zeit? In eine Zeit, die so mit Einschränkungen geprägt ist. Kontaktsperre, Abstand halten, Hygienevorschriften, Stillstand der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Wir haben eine Vollbremsung hingelegt, wie wir es uns vor Monaten noch nicht hatten vorstellen können. Und doch, habt ihr bemerkt, nicht alles steht still. Die Natur explodiert, es grünt und blüht, es wächst und gedeiht. Und was noch vor Monaten wie tot schien, erwacht zu neuem Leben. Und eine Krise bietet immer auch Chancen. Wir wären nicht auf die Idee gekommen, Gottesdienste ins Netz zu stellen, wenn uns nicht diese Situation herausgefordert hätte und wenn sich dann auch wunderbarerweise nicht Leute da bereit erklärt hätten, damit zu helfen, so auch heute. Und da danke ich euch Techniker ganz herzlich für euren Einsatz. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Sollte dieser Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht auch dich und sie und mich im Blick haben, mit all unseren Gedanken in dieser Zeit, Sorgen, die uns umtreiben, Zukunftsängste und vielleicht auch Trauer, die da ist? Wir gehen in diesen Tagen immer nur den nächsten Schritt. Wir wissen nicht, was nächste Woche ist oder übernächste Woche oder auch, was danach sein wird. Die Politiker, Virologen suchen mit vielen anderen zusammen nach einem Weg oder einer Spur aus dieser Krise heraus. Wie gut wäre es doch, wenn sich Fußstapfen zeigen, würden die uns zu einem hilfreichen und heilsamen Weg verhelfen könnten? Um Fußstapfen geht es auch heute in der Predigt. Fußstapfen, denen wir folgen können. Doch zuvor lade ich Sie und euch ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist ein Gott, der uns sieht. Zu dir dürfen wir kommen mit allen Sorgen und Nöten, mit allem, was uns den Schlaf raubt, was uns schmerzt und uns das Herz schwer macht in dieser schwierigen Zeit. Öffne unseren Blick, unsere Ohren und unser Herz für dich. Begegne du uns in diesem Gottesdienst. Ermutige, stärke du uns für unseren Weg durch die kommende Woche. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir singen und beten miteinander.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir heute wieder miteinander auf Gottes Wort hören dürfen. Viele werden sich in diesen Tagen fragen, wie es denn weitergeht. Wie lange werden wir mit diesen Einschränkungen leben müssen? Wann wird alles wieder normal laufen? Wohin geht es? Wohin gehst du? Quo vadis? Quo vadis? Diese Frage hat Petrus nach der Legende Jesus gefragt, als er ihm vor den Toren Roms begegnet ist. Quo vadis, Domine? Wo gehst du hin, Herr? Petrus traut zuerst seinen Augen gar nicht. Das ist doch Jesus, ganz bestimmt. Er kennt ihn sofort, wie sollte er nicht? Er hat doch damals alles stehen und liegen lassen, um ihm nachzufolgen. Und Jesus war es, der ihm den Spitznamen gegeben hat. Simon, du bist Petrus, der Fels, die Zuverlässigkeit in Person. Aber von wegen zuverlässig. Petrus wankt. In Rom werden die Christen in den Arenen den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und er selbst bringt sich in Sicherheit. Und da, einige Kilometer vor der Stadt, da trifft er plötzlich Jesus, den Auferstandenen. Quo vadis, Domine? Wo gehst du hin, Herr? Ich gehe, sagt Jesus, nach Rom hinein, um ein zweites Mal gekreuzigt zu werden. Und Petrus versteht sofort. Er schämt sich. Er kehrt um. Er geht zu den leidenden und sterbenden Christen in Rom und er stirbt mit ihnen. Über seinem Grab erhebt sich heute der Petersdom, eine der beeindruckendsten Kirchen der Christenheit. Eine schöne Geschichte, eine Legende. Quo vadis, manche kennen vielleicht noch diesen alten Film mit Peter Ustinov als durchgeknallten Kaiser Nero. Und in Rom erinnert eine kleine Kirche an diese Begebenheit an der Via Appia. Und in dieser Kapelle finden sich Fußabdrücke. Es sollen die Fußabdrücke Jesu sein. Jede Touristengruppe, die die Katakomben an der Via Appia besucht, kommt zu diesen Fußabdrücken. Und auch wenn diese Begegnung Jesu mit Petrus an der Via Appia nicht wirklich stattgefunden hat, so macht die Erzählung doch deutlich, es geht darum, den Fußstapfen Jesu zu folgen. Und für Petrus hieß das damals umzukehren. Umzukehren, um dem Weg Jesu zu folgen, dem Weg zu den Geschwistern, den Weg seinem Glauben zu bekennen, den Weg in den Tod. Kurze Zeit vor seinem gewaltsamen Tod dort in Rom hat Petrus noch einen Brief an seine Gemeinden geschrieben. Und aus dem ersten Petrusbrief lese ich ein Stück vor, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 21 bis 25. Er schreibt dort: Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus ist für Petrus ein Vorbild, so schreibt er. Was heißt das? Ist Jesus einfach ein vorbildlicher Mensch, den wir verehren? Viele verehren Jesus ja so, als besonderen Menschen. Vorbild der Nächstenliebe.
ein Sozialrevolutionär, ein Menschenfreund, ein Querdenker. Man kann Jesus verehren, ohne ihm nachzufolgen. Wir sind uns sicher schnell einig, dass Vorbilder wichtig sind, gerade in diesen Zeiten, die wir durchleben. Vorbilder sind wichtig. Sie können Orientierung geben. Aber sie können auch so weit weg sein, dass sie uns persönlich gar nicht mehr nahe kommen, keine Bedeutung für unser persönliches Leben haben. Mutter Teresa ist unzweifelhaft ein Vorbild. Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, an dessen Tod vor 75 Jahren wir in diesen Tagen denken. Vorbilder sind wichtig, aber sie können auch sehr weit weg sein. Und plötzlich sind wir nur noch Fans, die jemanden super finden, ohne dass das Auswirkungen auf unser Leben hat. Fan oder Nachfolger, das ist dann die Frage. Fan von Jesus oder sein Nachfolger? Was bin ich? Was will ich sein? Was ist der Unterschied, ob ich ein Fan oder ein Nachfolger von Jesus bin? Beides Mal ist Jesus ungemein wichtig. Aber meine Beziehung zu ihm ist eine völlig andere. Der Fan sitzt auf der Tribüne. Er schaut Jesus zu. Er ist begeistert. Er ist bewegt. Er singt mit, wenn die Fanchöre anstimmen und erklingen. Er springt auf, wenn die Laola-Welle über ihn hinwegrauscht. Er feiert mit. Aber er bleibt Zuschauer. Er lässt sich nicht bewegen, mitzumachen. Er steigt nicht in die Arena. Er steht nicht an der Seite Jesu und in seinen Fußstapfen. Dazu ist er viel zu weit weg. Ja, bei aller Verehrung, Hochachtung und Wertschätzung von Jesus bleibt der Fan doch in seiner Welt. Er ist vielleicht mit dem Kopf, ja sogar mit dem Herz dabei und sicher auch mit seinem Geldbeutel, denn die Zuschauerplätze kosten ja auch was. Aber seine Füße sind nicht in Bewegung gekommen. Er bleibt bei sich selbst stehen. Im konkreten Alltag, da kommt Jesus nicht vor. Deshalb spricht Petrus hier von diesen Fußstapfen, weil es um die Nachfolge geht. Es geht um den Weg an der Seite Jesu, ja mehr noch, um den Weg mit Jesus, bei Jesus, eben in seinen Spuren. Was das konkret heißt, entfaltet Petrus in seinem Brief an die Gemeinden. Drei Gedanken will ich daraus aufgreifen. In Jesu Fußstapfen finden wir Orientierung. In Jesu Fußstapfen vertieft sich unser Leben. Und das Dritte, in Jesu Fußstapfen schaffen wir den Neustart. Zum Ersten, in Jesu Fußstapfen finden wir Orientierung. Wer schon einmal mit einer Schneeschuhwanderung in den Bergen war, der weiß, wie hilfreich es ist, wenn einer vorausgeht. Als ich im März wieder zum Skifahren im Engadin war, haben wir auch Schneeschuhwanderungen angeboten. Das waren immer besondere Erlebnisse. Mit einem kompetenten Führer die unberührte Natur erkunden. Ein Gemeinschaftserlebnis. Sicher auch die Erfahrung der eigenen Grenzen. Wenn ich mal selbst die Spur machen muss und spüre, wie schwer das geht, wenn es 30 Zentimeter runtergeht in den tiefen Schnee und die Füße, die Beine wieder raus müssen und der nächste Schritt gesetzt wird, das ist richtig anstrengend. Ja, und immer wieder wird es deutlich, wie wichtig das ist, Fußstapfen zu haben von anderen, in die ich selbst treten kann. So ist es auch mit den Fußstapfen Jesu. Welch eine Entlastung, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Sowohl in der Orientierung wie auch im Blick auf unsere Kräfte. Jesus hat den Weg schon gebahnt. Er ist schon vorangegangen. Er geht voran. Er ist schon am Ziel und wartet auf uns. Ja, Jesus gibt uns Orientierung, Stärke und Kraft durch sein Wort. Durch die Unterstützung mit anderen, die mit uns unterwegs sind. In den Fußstapfen unterwegs sein heißt immer gemeinsam unterwegs sein. Und es geht viel leichter, wenn mal 10 vor mir durch eine Spur gegangen sind. Und Alleingänge sind schwer.
Zurzeit fehlt uns ja das Besonders, dass wir uns treffen können. Wir sind auf uns allein gestellt, oftmals. Und das ist schwer. Wir spüren das ganz elementar, wie uns das Miteinander auf dem Weg in den Fußstapfen Jesu fehlt. Das kostet Kraft. Deshalb ist es gut, immer wieder diese Fußstapfen zu suchen. Im Miteinander, hier im Gottesdienst. Auch wenn es nur am Bildschirm ist. Wir erleben doch was miteinander. Aber auch im Gebet füreinander. Die Gebetsglocke erinnert uns jeden Abend um 19.30 Uhr daran, miteinander zu beten. Das schenkt Kraft. Das verbindet uns. Oder ein Anruf bei einem Menschen, an den wir jetzt gerade besonders denken. Ein kleines Geschenk vor der Haustür. Ein Gang zum Bäcker oder zum Supermarkt. Leben in den Fußspuren Jesu. So finden wir Orientierung und Kraft. Ein zweites. In den Fußspuren Jesu vertiefen sich unser Leben. In den Fußstapfen Jesu vertieft sich unser Leben. Jesus nachfolgen können wir nur in einem vertieften Leben. Diese enge Beziehung zu Jesus, in seinen Fußstapfen zu leben, das geht nicht oberflächlich oder mit halbem Herzen. Das geht nur ganz und tief. Das Leben mit ihm führt uns hinein in die Tiefe, wie auch die Fußstapfen sich tief in den Schnee oder auch in den Sand eingraben, je nachdem, wie ich unterwegs bin. Das griechische Wort im Urtext für Fußstapfen heißt Ichnos. Und das kann man sogar als Fußsohle übersetzen. Es bezeichnet also das Unterste des Fußes, vielleicht der Sandale. Und das macht nochmal deutlich, dass diese Fußstapfen Jesu ganz tief hinein in unsere Welt führen. In Jesu Fußstapfen sind wir unterwegs, wenn wir dem Leiden und der Not unserer Welt nicht aus dem Weg gehen. Wenn wir da sind, wo Menschen an sich selbst, an ihrer Situation, vielleicht ihrem Beruf, vielleicht auch ihren Beziehungen verzweifeln und jemand brauchen, der mit ihnen geht. In den Fußstapfen Jesu sind wir unterwegs, wenn uns die unfreundliche Nachbarin nicht egal ist, sondern wenn wir nach ihrer Angst und vielleicht auch ihrer Sorge fragen. Wenn wir Interesse an unseren Kollegen, an seiner Leidensgeschichte, an seinen schönen wie auch seinen schweren Erfahrungen haben. Unterwegs sein in den Fußstapfen Jesu, das erfahren viele unserer Geschwister in den Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Für sie wird das ganz konkret, was Petrus schon damals an seine Gemeinden geschrieben hat, von Jesus. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. In den Fußstapfen Jesu unterwegs sein, das bedeutet, den Weg in die Tiefe nicht zu scheuen. Ein Beispiel, was solch ein Weg bewirken kann, wird uns aus einem italienischen Krankenhaus berichtet. Ein Arzt erzählt davon, wie er als Wissenschaftler den Glauben an Gott eigentlich immer abgelehnt hat. Doch als ein 75-jähriger Pfarrer ins Krankenhaus kommt, um die Sterbenden zu begleiten, um ihnen aus der Bibel vorzulesen, um ihnen Trost zu spenden, um mit ihnen zu beten, da erkennt er, dass er auch er Gott braucht. Dieser Pfarrer, er war bereit, den Weg in den Fußstapfen Jesu zu gehen, den Weg in die Tiefe zu gehen. Und schließlich, so erzählen sie, wurde er selbst infiziert und ist auch an dieser Krankheit gestorben. Doch sein Weg wurde gesegnet. Dieser Arzt, der das erlebt hat und berichtet, der sagt, ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Ein dritter Gedanke aus diesem Brief des Petrus. In Jesu Fußstapfen schaffen wir den Neustart.
Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ja, ohne die Fußstapfen Jesu verlieren wir die Orientierung. Plötzlich ist die Spur weg, der Weg ist weg. Das Ziel aus den Augen, in den Bergen oder auch wenn man im Schnee so unterwegs ist, dann ist das äußerst gefährlich. Steile Abbrüche, tiefe Spalten, riskante Lawinenhänge. Und dann ist oftmals der Weg zurück die einzige Rettung. Wer umherirrt, der findet im Rückwärtsgang wieder in die sichere Spur. Deshalb Umkehr ist der beste Weg nach vorne. Umkehr zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Also zu dem, der für unsere Seele sorgt. Das heißt doch, dass wir wieder atmen können, leben können. Das meint vor allem die Beziehung zu Gott, dass sie wieder lebendig wird, dass sie ins Reine kommt, dass sie wieder aktiviert wird, dass da was passiert, dass unser Leben wieder in die Spur zum Leben und zu dem führt, der uns das Leben schenkt. Jesus wird hier als Hirte und Bischof beschrieben. Damit werden seine Kompetenzen angesprochen, würde ich mal sagen. Die Kompetenzen, die er für uns einsetzt. Er weiß zum Beispiel, wo der Raum zum Leben ist, wo wir Nahrung finden für die Seele, wie ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Eine grüne Wiese mit Platz zum Spielen und Ausruhen. Und Jesus bietet uns auch den Raum des Rückzugs, wo wir für uns sein können, geschützt und bewahrt, wo wir das loswerden können, was uns belastet, wo einer uns zuhört. Das vertraute Gespräch, der wertschätzende Hauskreis ist solch ein Raum. Eine Gemeinde mit Willkommenskultur ist solch ein Raum, den Jesus bereitstellt als der gute Hirte. Und er weiß auch, was in Krisen und Gefahren zu tun ist. Er stellt sich vor uns wie ein Schild, nimmt Angriffe auf sich, ist der Hirte, der sein Leben schließlich lässt. Ja, und er ist auch der Vorausschauende, der Verantwortung übernimmt, der alles in seiner Hand behält, wie ein Bischof. Kein Aufpasser, sondern zuerst ein Bewahrer und ein Diener. Ja, dieser Hirte und Bischof sucht auch heute Menschen, die in seinen Fußstapfen unterwegs sind. Keine Fans, sondern Nachfolger. Quo vadis? In welchen Fußstapfen willst du unterwegs sein?
sein Wort, der seine Kinder liebt. Wer als ein Vater ihr Verlangen sieht, niemand und nichts kommt dir jemals gleich. O Herr, du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr. Wir beten miteinander. Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir, dass du in Jesus auf unsere Erde gekommen bist. Du hast Spuren hinterlassen, Menschen verändert, Liebe möglich gemacht. Herr, und wir bitten dich, dass du uns bereit machst, deinen Spuren zu folgen und in deinen Fußstapfen zu gehen. Bewahre uns davor, dich nur zu verehren und dir nicht nachzufolgen. Schenke in unseren Gemeinden konkrete Schritte der Nachfolge. Lass uns auf deine Liebe trauen und deine Wege gehen. Herr, du Schöpfer des Himmels und der Erde, du hast uns diese Welt geschenkt und auch einen Lebensraum für die ganze Kreatur geschaffen. Und du siehst, wie wir in vielen Gegenden, auch bei uns hier unter der Dürre auch, ächzen. Herr, schenk doch Regen und schenk wieder Fruchtbarkeit und schenk, dass wir davon leben können, was du schenkst, auch durch das Land, in dem wir leben. Herr Jesus Christus, ich möchte dich auch bitten für alle Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und die zurzeit auch sehr enttäuscht sind und Angst haben vor der Zukunft. Steh du ihnen bei und gib ihnen Kraft. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir noch miteinander auch in der ganzen Welt denken und überlegen, wie es möglich ist, dass Menschen doch auch ohne Hunger leben und aufwachsen können. Vor allem die Kinder in dieser Welt, die hungern müssen, Herr. Sei du ihnen bei und stärke du sie und bewahre sie und zeige uns, wo wir ihnen helfen können. Herr Jesus Christus, wir bringen dir diese Pandemie und bitten dich, erbarme du dich. Erbarme du dich über die Betroffenen in unserem Land und weltweit. Herr, erbarme dich über die Ärzte, das Pflegepersonal, die Einsamen in Wohnungen und Pflegeeinrichtungen. Herr, erbarme dich über Kinder, Jugendlichen, die Ehen und Familien, die Trauernden, über alle, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Herr, wir bitten dich für uns hier in diesem Raum und an den Bildschirmen. Stärke, ermutige, tröste, schenke du Hoffnung und Zuversicht und das Vertrauen auf dich. Du bist nicht im Grab geblieben, du bist auferstanden und lebst. Du sagst uns deine Gegenwart zu für alle Tage, auch für die Tage in der Pandemie. Dafür danken wir dir und loben dich. Amen. Und miteinander beten wir das Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich lade Sie und euch ganz herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, auch hier in der Kirche in Endingen. Es geht um das Thema von Ostern her leben. Pfarrer Kröger von Erzingen wird predigen. Und dann noch eine weitere Info. Bisher hatten wir hier in der Kirche einen Korb für den Tafelladen aufgestellt. Der Tafelladen in Balingen ist geschlossen. Die Tafel hat aber einen Lieferdienst für bedürftige Menschen eingerichtet. Wer den Tafelladen unterstützen möchte, kann ab sofort samstags 9.30 Uhr bis 11 Uhr Lebensmittel spenden in einen bereitgestellten Korb an der Kirchentür legen. Bitte keine Frischwaren und keine Kühlartikel. Wer keine Lebensmittel, sondern lieber Geld spenden möchte, bitte legt den Umschlag oder werft den Umschlag in den Briefkasten beim Pfarrhaus. Und jetzt noch zum Schluss einen ganz herzlichen Dank an euch als Band. Und nun wünsche ich euch eine gute und gesegnete Woche. Und geht in diesen Tag und in diese Woche als die Gesegneten des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasst leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Sonntag wieder einschalten. Bleiben Sie bis dahin behütet. Gottes Segen sei mit Ihnen.